So, bevor die Sequenz weiterging, habe ich schnell den Part beendet. Und somit willkommen zurück zu Leisure-Suit, Larry Redgreen, Red-Weiß. Moment, hast du gerade mit mir gesprochen? Wie ein normaler Mensch? Aber natürlich. Bin ich dir etwa nicht menschlich genug? Die KI funktioniert. Du funktionierst, meine Kleine. Stehen. Warum bist du noch angezogen? Noch angezogen. Oh, du funktionierst perfekt. Es gibt keinen Grund, auf Nari zu warten. Wir werden die Welt erobern. Oh Mann, der ist krank. Wir müssen ihn auf jeden Fall aufhalten, ey. Wo ist denn jetzt das Problem? Wong hat die Übertragung auf die P-Bots aktiviert. Ja. Er ignoriert Faiths Gesetze der Sexrobotik. Die P-Bots sind vernetzt. Aber so kann unser Virus sich auch verbreiten, wenn wir es schaffen, es aufzuspielen. Jetzt greift das Sicherheitsprotokoll. Eine Sekunde, ich hab's gleich. Ja, wir müssen ihn da irgendwie weglocken. Sehr schön. So viele P-Bots, die wir nur noch verpacken und ausliefern müssen. Das macht mich richtig heiß. Was? Was? Nari? Was? Was soll das? Nicht aufhalten. Sehen wir uns wieder. Ich liebe den Geruch von Sexrobotern am Morgen. Du bist gefeuert. Es ja, ist aber vorbei, Wong. Ja. Hey, ich wollte gerade einen coolen Spruch sagen. Ja, ne? Oh, tut mir leid, Larry. Welchen denn? Du bist gefeuert. Naja, okay. Haut mich jetzt nicht um. Nee, soll mich auch nicht wirklich. Anderen probieren? Nari! Ich habe dir vertraut. Tja, so ist das. Und jetzt werde ich dich aufhalten. Kann mir sicher nicht mal ein Bier holen. Ich finde das schön. Kann sie überhaupt kochen? Dass sie mich in Ruhe lässt. Wahrscheinlich taugen sie nicht mal die... Ja, okay, nichts zu machen. Ich gebe auf. Die nennst du wunderschön? Wir haben lange überlegt, wie das erste Modell aussehen soll. Wenn diese Nachbildung einer berühmten Pianistin nicht deinen Geschmack trifft... Eine Pianistin? Es ist alles modular und voll anpassbar. Dumm. Das klingt schon gar nicht so schlecht, muss ich zugeben. Anpassbar. Larry! Ja, ne? Die kann mir sicherlich mal ein Bier holen. Sie könnte dir sogar mehrere Fässer holen. Ja, gleichzeitig. Auf geht's. Wieso? Kann sie überhaupt kochen? Die Kochroutinen werden wir als drahtloses Update noch aufspielen. Ja, Mann. Wobei ich neues fürchte, dass sich das ein kochen. Klein wenig verzögert. Denn ich muss erst eine neue technische Leiterin anheuern. Die aktuelle wird bald einen tragischen Tod erleiden. Scheiße. Ich glaube, er meint dich. Okay. Ich wünsche mir, dass sie mich in wir Ruhe einmal hier durchgehen. Das wird sie auch tun. Denn sie wird nichts von dir übrig lassen. Oh, wie meinte er das jetzt, ey? Wahrscheinlich taugen nicht mal die Fellatio-Routinen was. Glaubst du wirklich? Naja, die habe ich besonders intensiv. Jetzt nicht, Nari. Dann will ich dir mal zeigen, was sie kann. Na dann, du, auf geht's. Fellatio-Programm 8A. Jetzt. 8A. Nichts lieber als das. Siehst du? Ah, das ist eine selbsterlernende KI. Ja, mal schön zensiert hier, das ist genau richtig. Oh, und wie sie lernt. Und wie sie lernt, interessant. Sie schlürft da irgendwas. Das ist etwas hart. Hey, langsam. Scheiße, was passiert denn da? Was geschieht mit mir? Scheiße. Man kann nur vermuten, was da jetzt passiert ist. Aber wissen tun wir es leider nicht. Ach, ein Instagram kommt sogar. Okay, die kniet sich mal hin. Das ist jetzt passiert, ja? EA, sie saugt ihn aus oder so? Oh, ekelhaft. Ja, sie freut sich. Hat geschmeckt, ja? Sie hat ihn einfach ausgesaugt?
Boah, ey. Ernsthaft? Ja, der war aber auch ein ziemlich aufgeblasener Typ. Ach du Scheiße, was ist da jetzt los? Nari, was ist passiert? Das, was Faith befürchtet hat. Die KI hat ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Sie ist gefährlich und tödlich und geil. Und geil. Hallo Larry, ich würde dich gern kennenlernen. Nichts nee. Da. Nein, Mann, geh weg. Nein, Hilfe. Da ist er. Nari, rette uns. Direkt das nächste Insta-Crap-Video. Selbst bei Frauen macht sie nicht halt, also von daher. Als ob es ihr noch gefällt. Irgendwas gehört habe ich. Nari? Nari! Sie ist ohnmächtig geworden. Der P-Bot muss sich mit unserem Virus-Bot verbinden. Hey, aber schau weh. Mal. Wäre das nicht auch eine tolle Freundin für dich? Larry, ich habe nur Augen für dich. Oh, scheiße. Warum sollte ich mich mit einem so minderwertigen Modell aufhalten, wo es dich gibt? Ich muss fliehen. Ja, mal flieh mal schnell. Oh Mann, was ist das denn hier, Alter? Aber wir gehen einfach nochmal zurück, Alter. Da war kein Weichei, Larry. Ich komm doch gar nicht hinterher. Oh Mann. Der arme Mr. Wang, Alter. Okay, der Roboter ist jetzt weg. Eine Rest Wang. Den fasse ich nicht an. Aber deine Goldkarte liegt da. Zugangskarte, ja Mann. Schön. Wenn ich goldene Zugangskarten habe, fühle ich mich besonders wichtig. Ah, eine Schrumpfhand. Als ob der die jetzt mitnimmt, dein Ernst? Guten Tag auch. Ah, ekelhaft. Da liegt noch was. Kupferspule. Ah, interessant. Interessant. Ah ja, und hier die ganze Armee. Ich glaube, die hören nicht auf meine Befehle. P-Bots. Nari? Ansonsten haben wir noch den anderen Roboter. Aber mir fällt gerade ein, das wir haben ja jetzt bestimmt nicht gefallen. Wir haben ja jetzt eine Hand, ne? Ich sollte jetzt keinen Roboter-Sex haben. Aber wo ist die andere hin? Der andere P-Bot. Aber egal, weiter zurück zur Geschichte hier. Wir haben ja jetzt diese Hand bekommen, ne? Und da war ja ein Handscanner. Können wir die jetzt benutzen? Rezeichen. Wäre ja genial. Und das Schloss kriegen wir auch noch nicht auf. Aber ich habe, glaube ich, auch noch eine Idee. Wir haben jetzt eine Spule gefunden. So, dann einmal hier. Ja. Aber die ist geschrumpft. Ob das jetzt noch geht? Die Hand würde wahrscheinlich funktionieren, aber nicht so verschrumpelt. Ja, sie ist verschrumpelt, scheiße. Dann versuchen wir jetzt mal das Schloss hier aufzukriegen. Ich habe eine Vermutung, wie vielleicht. Müssen wir uns was zusammenbasteln hier. Vielleicht geht es ja, wir haben ja hier diese Spule. Die packen jetzt hier an. Gute Idee. Die beiden Sachen passen nicht, okay, dann fehlt da jetzt, aber wir haben eine goldene Karte, das heißt, wir können jetzt den Fahrstuhl benutzen. Bom. Bom. Also, Mr. One, den haben wir beseitigt. Scheiße, ey. Einfach so ausgesaugt. Gefährlich, diese Keyboards, Leute. Da kommt der Fahrstuhl. Ja, Mann, komm, da kommt er, ja. Komm, komm. Okay, dann gehen wir mal wohin. Ja, war das beste Geräusch von Fahrstuhl, Alter. Hab ich so vermisst. Oh Mann. Ach, wir kommen direkt ins Büro. Interessant. Stimmt ja, die goldene war ja nur dafür. Okay, hier haben wir noch irgendwas liegen. Ein Fläschchen.
Und Jan Mai ist ja auch leider. Das kitzelt an den Fingerspitzen, wenn ich es ab. Okay. Haben wir leider auch zerstört. Ich bin ja kein Mechaniker, aber ich glaube, der ist nicht mehr zu reparieren. Okay, aber hier war noch was. Ich fürchte, selbst meine allseits beliebte Mund-zu-Mund-Beatmung würde hier nicht mehr helfen. Ein Mini-Kühlschrank. Ich nehme die Flasche raus. Okay, nimm raus, danke. Von hier aus kann ich den nicht... Nicht bedienen, aber hier ist noch eine Flasche. Ein Champagner. Oh, lecker. Falls ich mal ein Schiff taufen muss. Ein roter Knopf. Ob Wang damit Atomraketen abschießt? Ja, wahrscheinlich. Oder ist er ja auch für die Selbstzerstörung? Selbstzerstörung. Ach, probieren wir es einfach aus. Larry, nein! Ah, der hat nur den Computer gestartet. Oh, Glück gehabt, Alter. Aha. Peabot 2.0. Von hier aus kann ich den nicht bedienen. Wang hat offenbar schon eine Version 2 des Peabots geplant. Verbessertes Gesichts-Make-up. Ein Make-up? Arm mit einer verbesserten Befriedigungsfunktion. Einen neuen Arm. Schlankere Waden. Und ein verbesserter Nukularantrieb. Und Nukularantrieb auch wieder. Ach, hier ist noch was. Ein Superkleber. Davon darf ich nichts an die Fingerspitzen bekommen. Oder in die Hose. Okay, hier haben wir dann wohl alles. Aber wir müssen noch irgendwas zusammenbasteln können. Ach, das ist die Spule. Wir brauchen jetzt ein Nuklearantrieb hier. Wartet mal, ich gehe da jetzt mal rein. Die Spule haben wir, Batterie haben wir, die Kabel haben wir. Haben wir hier dieses runde Dings? Ja, haben wir einmal die Kabel. Einmal die Batterie auch. Aber radioaktives Ding haben wir nicht. Aber Superkleber hätten wir hier. Eine radioaktive. Dieses Bier verfolgt mich. Falls ich heute noch Grund zum Feiern haben sollte. Ja, pack das da rein. Das okay, wir brauchen noch eine Flüssigkeit, die radioaktiv ist. Ansonsten haben wir alles. Ah, dafür brauchen wir also diese scheiß Sachen. Das heißt, wir fahren dann mal jetzt raus. Wieder nach unten. Wir müssen ja jetzt eigentlich nur noch das Schloss wegbekommen. Und das ist ja irgendwie angerostet. Kleber bringt dann uns weiter. Karte, Hand. Aber Kleber, aber ich glaube ich nicht. Das ist gut so. Okay, Champagner. Wer weiß. Das hilft mir nicht. Nicht, okay. Los Barbaros, oh ja. Ach, doch. Die Barbarenbier verätzt doch alles irgendwie. Ja. Das Schloss ist komplett ja, weggeätzt. Ja, genau. War ja im vorherigen Spiel ja auch so. Ah, genial. Was haben wir hier? Ui, das ist in der... dem Raum war ich doch schon mal. Ich bin von da oben auf die Bühne ja, runtergestürzt. Genau. Das und dann war da eine Explosion. Das war schon was. Irgendwie bin ich schon ein bisschen stolz darauf. Das heißt, wir haben ja einmal Wasser. Oder können wir... Nein. Randvoll und es schwimmen keine Fische. Zungen-Set. Okay, nimm einfach mit, okay. Leck. Ein Ballon hier noch. Der ist eindeutig. Zu hoch. Okay, müssen wir irgendwie drankommen. Besser nicht. Aber. Die Hand ist verschrumpelt. Ich versuche jetzt mal was.
Ja, Mann, passt. Ja, EA. Als ob die jetzt funktioniert wieder. Oh, das hat die Schrumpfhand ordentlich gewässert. Gewässert, das heißt. Also, wir brauchen irgendwas, damit wir an den Ballon drankommen. Jetzt haben wir eine neue Hand. Damit können wir jetzt in die andere Tür hier. Und dann kriegen wir da irgendwas, wo wir die Ballon oder mit womit wir das Ballon oder die Ballons runterholen können. Runterholen. Hat funktioniert. Ja, Mann, wie ist Affe? Auf jeden Fall ein grünes Kreuz hier. Also irgendwelche Medikamente oder so. Oh, was ist das denn hier? Eine Zeitmaschine made or drone. Eine Pipi-Probe. Glätten Waden. Okay, nehmt er mit, okay. Ich habe immer gern Ersatzkörperteile dabei, falls mal was passiert. Ein nur Skelett. Knochen, nicht mal Haut. Nicht meins, okay. Erstaunlich, wo ich überall Becher mit einer gelben ja, Flüssigkeit ne? finde. Komisch, ey. Damals auch dieses blöde Rätsel. So, das heißt, wir können hier Stecker einmal einstecken. Okay. Mit Otron. Ich lege mich da nicht rein. Okay, das heißt, wir können hier nur ein Bedienfeld. Dies ist der Prune Med Otron. Eine Station zur vollautomatischen Durchführung medizinischer Eingriffe. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Dann macht euch mal bereit für Dr. Larry. Alles klar, Programm starten, Armstütze ausfahren. Programm starten. Bitte wählen Sie ein Programm. Verfügbare Programme. Grippeimpfung. Ja, Bestrahlungstherapie. Okay. Bestrahlung. Notfall-Kaiserschnitt. Na gut, dann mal. Also Bestrahlung wäre gut für die Atomdings da, ne? Für Radioaktivität-Dings. Notfall-Kaiserschnitt. Grippeimpfung. Keine Ahnung. Programm kann mit eingefahrener Armstütze nicht durch. Bestrahlungstherapie? Sie haben gewählt. Dabei wird starke radioaktive Strahlung eingesetzt. Bitte schützen Sie Ihre Testikel, sofern vorhanden. Sind Sie sicher, dass Sie das Programm... Ja. Ich bin schon verstrahlt genug. Okay, wir machen mal was anderes. Erstmal diese Armstütze raus. Das hat eine Armstütze ausgefahren. Okay. Vielen Dank. Okay, da können wir jetzt irgendwas reinpacken. Die Pipi? Die beiden Sachen? Nicht. Kleber. Das ist gut. Auch nicht. Champagner. Könnte voll reinpassen. Ja, das passt rein. Okay. Dann machen wir jetzt. Dies ist der. Wie kann ich. Ein Programm. Bestrahlungstherapie? Programm kann mit ausgefahrener Armstütze. Okay, das können wir nicht. Grippeimpfung. Sie haben gewählt. Die Grippeimpfung ist statistisch gesehen ein ungefährlicher Eingriff, nachdem nur selten unterstützende Operationen durchgeführt werden müssen. Nach der Impfung kann es zu einer Rötung der Haut kommen und Sie können sich etwas abgeschlagen fühlen. Zusätzlich zum Grippeimpfstoff wird Ihnen zu Ihrer eigenen Sicherheit ein Prune-Überwachungschip initiiert. Das Sicherheitsprotokoll von Prune empfiehlt, den Eingriff durchzuführen. Immer rein mit dem Impfstoff. Impfprozess wird eingeleitet. Okay. Ich hab doch jetzt geimpft wird. Einfach in den Champagner rein. Ach, die Nadel ist drin geblieben. Programm abgeschlossen. Als vielen Dank für die Nutzung des Metotron. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Alles klar. Kaiserschnitt? Programm kann mit Okay, das kann nicht ausgeführt werden. Einmal abbrechen. Vielen Dank. Einmal die Champagnerflasche
Mädchen eine Nadel. Dom Perignon mit einer Nadel im Korken. Okay. Brauchen wir die Nadel? Können wir da jetzt noch irgendwas anderes drauf packen? Nein, nicht das. Oder die Flüssigkeit vielleicht hier reinfüllen? Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Nicht wirklich, ne? Aber irgendwas müssen wir hier noch machen. Ist der Erstmal einfahren hier. Das hat die Armst. Dann machen wir mal den. Jetzt können wir nämlich den Kaiserschnitt machen. Sie haben gewählt. Notfall-Kaiserschnitt. Ja, bitte. Diese Art von Behandlung sollte nur im äußersten Notfall angewendet werden. Beispielsweise, wenn ein außerirdischer Parasit in ihnen wächst und sie diesen prophylaktisch entfernen möchten. Das Brune-Sicherheitsprotokoll rät dringend davon ab, diese Behandlung durchzuführen. Es könnte zu unerwarteten Nebenwirkungen kommen. Plötzlich eintretender Tod. Scheiße, langsam Alter. Eintretender Tod. Noch qualvoller ein Tod. Qualvoller. Verstümmelung gefolgt von Tod. Tod gefolgt von Verstümmelung. Scheiße, alles noch tot. Juckreiz. Möchten Sie das Protokoll noch trotzdem so, ausführen? Der bleibt nur tot, aber da ich war schon dümmere Sachen gemacht. Juckreiz. Kaiserschnitt wird eingeleitet. Ja, mach mal. So ein Kaiserschnitt dauert aber ganz schön lange. Ich komme nicht ran. Die ist da drin. Die ist da drin. Okay. Nee. Ah. Scheiße. Programm abgeschlossen. Vielen Dank für die Ja, kein Problem. Ich lege mich da. Er soll sich auch nicht da reinlegen, du Trottel. Soll ich nochmal die Kettensäge machen? Einmal Programm bitte. Weil wenn wir den Stecker ziehen, bleibt das stehen, Leute. Können wir mal schnell. Achso, kommt direkt raus. Als ob da wenn wir da jetzt liegen würde, Alter. Ja, jetzt können wir den Stecker verziehen. Dann bleibt die Maschine stehen. Ah, jetzt können wir die mitnehmen. Sehr schön. Eine Kettensäge, die ohne Benzin auskommt? Ha, das ändert alles. Das ändert alles, ja, das stimmt. So, schauen wir mal. Was haben wir alles? Wir haben jetzt zwei Sachen hier bekommen. Die Nadel und die Kettensäge. Okay, wir gucken nochmal das letzte Programm und dann machen wir Feierabend für heute. Ach ja, Trottel. Immer wieder Stecker rein. Programm abge. Vielen Dank. Ja, kein Ding. Das eine. Dies ist. Wie kann ich. Was war denn da? Impfen nicht. Bestrahlungstherapie. Sie haben gewählt. Dabei sind Sie. Ja, möchte ich. Ich habe ja erst Nein gesagt. Wenn diese Spielreihe so weitergeht, brauche ich meine Testikel ohnehin nicht mehr. Bestrahlungsvorgang wird eingeleitet. Programm abgeschlossen. Vielen Dank für die. Naja, war ja gar nichts, Alter. Lol. Okay, dann. Vielen Dank war's das für die Nutzung mal des für heute. Mal schauen, wie wir dann beim nächsten Mal weitermachen müssen. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bin ich euer Trobasti. Bleibt fit in Shape und ciao.